Der Fußball in Europa wird von Ländern wie England, Italien, Deutschland und Spanien dominiert. Wir haben uns die Frage gestellt, was wäre, wenn das Land Jugoslawien heute eine Einheit wäre? Wäre Jugoslawien dann die beste Fußballnation Europas? Würde die Liga zu den Top 5 Ligen Europas gehören? Diese Fragen und noch viele mehr versuchen wir in diesem Video zu klären. Kleiner Disclaimer am Anfang. Uns ist bewusst, dass ein Zusammenschluss der ex-jugoslawischen Ligen oder geschweige der Nationalmannschaft aufgrund der Spannungen innerhalb der Region nicht möglich wäre, beziehungsweise allein schon der polizeiliche Aufwand nicht im Verhältnis mit dem Nutzen stehen würde. Das Gedankenexperiment finden wir aber an und für sich so spannend, dass es sich lohnt, es zusammen aufzuarbeiten. Falls dich Videos wie solche interessieren und du in Zukunft keine mehr verpassen möchtest, abonniere jetzt unseren Kanal. Doch lass uns jetzt keine Zeit mehr verlieren. Zuallererst. Jugoslawien war ein Vielvölkerstaat, welcher von 1918 bis 2003 bestand. Territorial war Jugoslawien zwischen 1945 und 1992 am größten. Der Staat war zum einen Nachbar von Österreich und Italien im Norden und Bulgarien und Griechenland im Süden. Die wichtigste Frage ist natürlich, welche Länder sind die Nachfolgestaaten Jugoslawiens? Diese wären Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien und der Kosovo. Auch wenn es beim Kosovo offiziell strittig ist, werden wir Kosovo in diesem Video mit einbeziehen. Die jugoslawische Nationalmannschaft hat auch schon an Meisterschaften teilgenommen. Beispielsweise standen sie insgesamt zweimal im EM-Finale, wobei die EM damals noch aus nur 4 Nationen bestand. Hinzu kommt, dass sie 1960 als Jugoslawien Olympiagold gewann. Doch fangen wir gleich mit dem Gedankenexperiment an. Zuallererst geht es um die Liga Jugoslawiens. Wir stellen uns die Frage, wie stark wäre die Liga Jugoslawiens heute? Die vorhin aufgezählten 7 Länder spielen professionellen Fußball in ihren eigenen 7 Ligen. Die UEFA hat eine sogenannte 5-Jahres-Wertung. Bei dieser werden die einzelnen Ligen nach ihren internationalen Erfolgen gerankt. Je höher eine Liga platziert ist, desto mehr und bessere europäische Plätze stehen dieser zur Verfügung. Laut dieser Liste befindet sich die Liga Montenegros auf Platz 53, Nordmazedonien auf 48, der Kosovo auf 39, Bosnien 35, Slowenien 31, Kroatien 17 und die stärkste Liga ist die serbische auf Platz 11. Zuerst müssen wir festlegen, wie viele Vereine an der ersten Liga Jugoslawiens teilnehmen würden. Da Jugoslawien heute ca. 21 Millionen Einwohner hätte, vergleichen wir die Liga mit anderen europäischen Staaten, die ähnlich viele Einwohner haben. Da kommen Belgien und die Niederlande in Frage, welche beide 18 Teams in der ersten Liga ihres Landes spielen lassen. Deswegen machen wir in unserem fiktiven Beispiel dasselbe für Jugoslawien. Als nächstes müsste man entscheiden, welche 18 Vereine einen Startplatz in der ersten Liga kriegen. Das Problem hierbei ist, die serbische und kroatische Liga hat einen Riesenabstand zu den anderen Ligen. Unser Vorschlag ist der, dass aus jedem jugoslawischen Staat die 5 marktwerttechnisch stärksten Vereine in eine Liste geführt werden. Die ersten 18, die sich hier rauskristallisieren, starten dann in der ersten Liga. Das führt dazu, dass kein Verein aus Montenegro und Kosovo einen Startplatz kriegt, aber ist marktwerttechnisch auch für die Qualität der Liga wahrscheinlich die beste Wahl. Die Liga besteht somit aus diesen 18 Vereinen. Während Dinamo Zagreb mit einem Marktwert von ca. 100 Millionen der wertvollste Verein wäre, würden daraufhin Roter Stern und FK Partizan Belgrad folgen. Insgesamt wären somit 5 kroatische, 5 serbische, 5 slowenische, eine nordmazedonische und 2 bosnische Vereine in der ersten Liga. Rechnet man die Marktwerte dieser 18 Vereine zusammen, erreicht man einen Wert von ca. 400 Millionen Euro. Somit wäre die jugoslawische Liga die 12. wertvollste Liga Europas. Doch dann muss man auch noch bedenken, dass die Liga nun ganz anders vermarktet werden könnte. Die Liga würde viel mehr Fans anlocken und das wiederum würde zu mehr Sponsoren und Werbeverträgen führen. Inwieweit dieses Potenzial genutzt wird, könnte man jetzt natürlich nur spekulieren. Doch somit hätte die Liga plötzlich Potenzial, die Top 10 Europas anzugreifen. Und vielleicht gäbe es dann Champions League-Sieger aus Jugoslawien, wie es Roter Stern Belgrad bereits 1991 vorgemacht hat. Die nächste Frage, die sich uns stellt, ist, könnte Jugoslawien eine WM oder eine EM ausrichten? Dafür schauen wir uns einmal die Stadien an. Das größte Stadion steht in Serbien. Das Stadion Rajko Mitic bietet Platz für knapp 52.000 Zuschauer. Darauf folgen 5 Stadien mit ca. 35.000 Plätzen, verteilt in Kroatien, Bosnien, Nordmazedonien und Serbien.
In den letzten drei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften gab es pro Meisterschaft maximal 1-2 Stadien mit unter 40.000 Plätzen. Im Fall Jugoslawiens müssten die jetzigen Stadien also zum größten Teil ausgebaut bzw. auch neue Stadien überhaupt gebaut werden, um in der Lage zu sein, eine Meisterschaft auszutragen. Heißt, die nötige Infrastruktur wäre zwar im Moment nicht vorhanden, das ist aber für die FIFA und UEFA seither ja kein Problem gewesen, wenn am Ende das Geld stimmt. Doch dann kommen wir auch schon zum Prunkstück Jugoslawiens, nämlich die Nationalmannschaft. Zuallererst listen wir für euch mal die 10 wertvollsten Spieler der 7 Länder auf. Hier würde der neue Stürmer von Juventus, Dusan Vlahovic, zusammen mit Sergej Milinkovic-Savic auf dem ersten Platz stehen. Beide haben einen Marktwert von 70 Millionen Euro. Dann folgt Jan Oblak mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro. Doch lass uns direkt versuchen, die beste 11 mit den jugoslawischen Fußballern aufzustellen. Wir entscheiden uns mal für ein 4-3-3 mit 2 Achtern und einem Sechser und stellen die marktwerttechnisch wertvollste 11 von allen jugoslawischen Spielern auf. Im Tor Oblak, als Linksverteidiger Borna Sosa und auf rechts Adam Marušić. Die zwei Innenverteidiger wären Joško Gvardiol und Nikola Milenkovic. Auf der 6 Brozovic, die Doppel-8 besteht aus Kovacic und Milinkovic-Savic. Während auf dem linken Flügel Ante Rebic ist, könnte auf der rechten Seite Ex-Veteraner Milot Rashica sein. Im Sturm hätten wir den Star von Juventus Turin, Dusan Vlahovic. Hierbei haben wir allerdings nur mit den Marktwerten gearbeitet. Somit könnte auf dem Flügel auch ein Perisic sein. Im Mittelfeld könnte Luka Modric, Ivan Rakitic oder Miralem Pjanic die Strippen ziehen. Dzeko oder Jovic könnten stürmen, Savic als Verteidiger und so weiter. Mit anderen Worten, noch viele andere Spieler könnten dem Team etwas beitragen. Und angenommen, es hätte nie einen Jugoslawienkrieg gegeben, dann wären die Eltern der Fußballspieler wahrscheinlich nicht in ein anderes Land gezogen. Würden dann Zlatan Ibrahimovic, Granit Xhaka, Mario Gavranovic, Haris Seferovic oder Marko Arnautovic für Jugoslawien spielen? Klingt plausibel. Lassen wir für dieses Gedankenexperiment allerdings mal außen vor, da das zu viele unbekannte Variablen voraussetzen würde. Um das Experiment zu Ende zu spinnen, betrachten wir mal die WM 2018. Bei der stand ja Kroatien gegen Frankreich im WM-Finale. Stellen wir uns jetzt hier vor, da wären nicht nur die kroatischen Spieler, sondern auch die ganzen anderen jugoslawischen Spieler. Klar, kann man das im Fußball nicht so einfach herunterbrechen, doch das wäre eine Durchschlagskraft, die sie vielleicht zum Weltmeister 2018 gemacht hätten können. Insgesamt ein spannendes Gedankenexperiment, oder? Klar mussten wir dafür jetzt einige Sachen außer Acht lassen bzw. Prämissen setzen, um dieses Gedankenexperiment überhaupt führen zu können. Doch genau den Gedanken fanden wir am Ende spannend. Welches Land oder Bundesland sollen wir im nächsten Was-wäre-wenn-Szenario mal unter die Lupe nehmen? Schreibt uns gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, lass unbedingt eine positive Bewertung da und ansonsten sehen wir uns wie immer zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao.